Ja, hallo, hier ist die Jenny und ich würde euch heute mal zeigen, wie man mit solchen einfachen Pastellkreiden kolorieren kann. Eine ganz einfache Möglichkeit wäre, einfach mit der Kreide das Motiv auszumalen. Und dann mit einem Pinsel oder Wassertankpinsel die Farbe zu vermalen. Damit beim Vermalen mit Wasser das Stempelmotiv nicht verwischt, habe ich mit einem permanenten Stempelkissen gestempelt. Hier habe ich Archival Ink benutzt. So, ihr seht schon, so einfach geht es mit diesem Stiften, die man relativ günstig im Handel bekommt. Das war's erstmal von mir zu dieser Technik.